bestimmt noch in Erinnerung. Und die Karte mit der verseuchten Zone rund um Neckarwestheim. Die Luftballons, die ihr in den Händen haltet, die gelben, die sollen die radioaktive Wolke im Falle einer Katastrophe in Neckarwestheim darstellen. Bei Katastrophen gibt es keine Hilfe, das wissen wir auch als Ärzte. Diese Luftballons sollen zeigen, wie weit eine radioaktive Wolke von Neckarwestheim reichen würde. Die rückgesendeten Postkarten und die Auswertung wird dann auf der Homepage des Bund Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar zu finden sein. Natürlich nicht ganz so schnell, aber wen es interessiert, bitte meldet euch dann dort, schaut euch das an. Seid ihr bereit, die Luftballons steigen zu lassen? Ja! Die radioaktive Wolke nimmt ihren Anfang. Sie geht mit dem Wind. Lasst die Luftballons steigen. Ja. Mit dem Wind fliegt die Radioaktivität davon. Bis 170 Kilometer waren die Verseuchungszonen in Fukushima. Sie werden hier nicht anders ausfallen. Die offiziellen Katastrophenszenarien mit einem Radius von gerade mal 25 Kilometer sind nicht das Papier wert. Zum diesjährigen zweiten Jahrestag Fukushima mahnt jetzt handeln, haben wir vom BUND Axel Mayer, Herrn Takada aus Japan und für die Standortinitiativen Franz Wagner eingeladen. Nach den drei Reden habt ihr dann noch genügend Zeit für die Infostände und auch für die Heimreise zur Versorgung vorher noch mit Essen und Trinken. Ich möchte außerdem noch gezielt darauf aufmerksam machen, dass der BUND eine neue Kampagne startet zur Energiewende der Bürger. Dazu Informationen am Stand des BUND. Er ist heute aus dem Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Frankreich angereist. Er ist Vizepräsident im Trinationalen Atomschutzverband der Bevölkerung um das Atomkraftwerk Fessenheim. Seit der legendären Bauplatzbesetzung 1974 im elsässischen Markolsheim setzt er sich aktiv für den regionalen und grenzüberschreitenden Natur- und Umweltschutz ein. Begrüßt mit mir den Geschäftsführer des Bund-Regionalverbands Südlicher Oberrhein in Freiburg, Axel Mayer. Hallo Neckarwestheim, ich soll euch grüßen, vom Oberrhein, wo wir trinational grenzüberschreitend gemeinsam kämpfen gegen die Atomkraftwerke Fessenheim, Betznau und Leibstadt. Hallo Schwaben, Franken, Badner, Hochdeutsche und Rest der Welt, ich soll euch grüßen. Grüßen vom Oberrhein, wo wir trinational vor vielen Jahren die Atomkraftwerke in Wiehl, Kaiseraugst, Schweiz und Gerstheim, Frankreich verhindert haben. Neckarwestheim, Kontagan, Fukushima, Bhopal, Seveso, Asse, Asbest. Was haben Neckarwestheim, Kontagan, Fukushima, Bhopal, Seveso, Asse und Asbest miteinander zu tun? Gift. Asse. Warum zahlen wir, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, die Milliardenkosten für die Umweltsauerei und nicht die Atomkonzerne? Warum trägt keiner der Verantwortlichen Verantwortung? Was soll das saudumme Geschwätz bei Stuttgart 21? Bahn oder Land müssten die Milliarden Mehrkosten zahlen. Wer ist denn Bahn und Land?
Wir sind Bahnfahrer und Steuerzahler. Wir zahlen die Mehrkosten und nicht die Lobbyisten, die uns vor der Volksabstimmung betrogen haben. Kontergan. In Kürze zahlt der deutsche Staat den Kontergan-Opfern endlich, endlich und viel zu spät eine Rente von 120 Millionen Euro jährlich. Pro Person hoffentlich. Doch warum zahlt der Staat, also wir und nicht die verantwortliche, immer noch existierende Firma Grünenthal dieses Geld? Die Firma Grünenthal hat einmal 100 Millionen D-Mark bezahlt. Der dumme Staat, also wir, zahlen jährlich 120 Millionen Euro. Asbest. Wie viele Menschen sind am Asbest gestorben? Warum sitzt keiner der Verantwortlichen, die am Asbest noch verdient haben, als die mörderische Gefahr längst bekannt war, im Gefängnis? Warum zahlen unsere Krankenkassen, also wir, die Folgekosten? Kontergan, Asbest, Holzschutzmittel, Bhopal, Seveso, Fukushima, Tschernobyl. Warum sitzt kein Verantwortlicher im Gefängnis? Warum zahlen immer wir und nicht die Verantwortlichen die Folgekosten? Weil das Verursacherprinzip viel zu häufig nur für die kleinen Umweltsünder gilt. Was gilt für die Chemiekonzerne, für die Atomkonzerne? Es gilt das globale, der Verursacher zahlt nicht Prinzip. Was hat das mit Neckarwestheim zu tun? Wenn die Verantwortlichen für Kontergan, Asbest, Bhopal, Seveso, Fukushima und Tschernobyl zahlen müssten, wenn sie ins Gefängnis gehen, dann würde uns hier kein AKW bedrohen. Dann wüssten die Verantwortlichen, im Notfall, im Ernstfall tragen sie Verantwortung. Es geht uns nicht um Rache. Es geht uns nicht um besonders harte Strafen. Es geht uns um angemessene Strafen. Es geht im Zeitalter der globalen Gier um einen alten, uralten Menschheitstraum. Es geht um Gerechtigkeit. Es ist unglaublich. Immer noch bedrohen uns die Atomkonzerne mit AKW. E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW haben nichts gelernt aus Tschernobyl und Fukushima. Es ist unglaublich. Die Atomkonzerne bedrohen unser Leben. Und E.ON, RWE und Vattenfall klagen sogar auf Entschädigung. Sie wagen es zu klagen, weil sie uns mit ihren abgestellten AKW nicht mehr bedrohen dürfen. Was ist das für eine Logik? Sie wollen Geld dafür, dass sie unser Leben und unsere Gesundheit nicht mehr bedrohen dürfen. Das ist die Logik einer Welt, über die der amerikanische Multimilliardär Warren Buffett sagt, es herrscht Krieg zwischen Arm und Reich, aber die Klasse der Reichen, die den Krieg führt, die gewinnt. Das ist die Logik. Wer nach Fukushima und Tschernobyl noch AKW betreibt, gehört nicht auf die Klägerbank. Er gehört auf die Anklagebank. Und das Geld, das den Kontergan-Opfern zusteht, sollte die Firma Grünenthal bezahlen. CDU, CSU und FDP organisieren die Energiewende. CDU, CSU und FDP organisieren die Energiewende gut und schlecht. Gut für die großen Energiekonzerne, Stromverschwender, schlecht für uns, für die Menschen. Es ist faszinierend, nicht das Leid,
Die Folgen und die Kosten der Atomunfälle in Fukushima und Tschernobyl stehen im Mittelpunkt der Debatte. Die Kosten der Energiewende stehen im Mittelpunkt. CDU, CSU und FDP werden einen Sozialwahlkampf organisieren. Sie werden sich als Energiepreisdrücker, als Vertreterinnen der kleinen Leute darstellen. Und die Realität, jedes privat finanzierte Windrad, jede Solaranlage nimmt E.ON, RWE und Vattenfall, EnBW und den Ölkonzernen und Ölscheichs Macht und Geld. CDU, CSU und FDP sind bei der Energiewende nicht die Interessenvertreter der kleinen Leute. CDU, CSU und FDP sind bei der Energiewende die Interessenvertreter von E.ON, RWE, Vattenfall, EnBW und von den Ölscheichs. Jetzt werde ich etwas sagen, was ihr nicht so gerne hören werdet. Wartet mit dem Buhnen. CDU und CSU haben bei der Energiewende vieles falsch gemacht. Fast alles. Und doch war die Energiewende unter Schwarz-Gelb das Beste, was uns passieren konnte. Stellt euch vor, eine rot-grüne Bundesregierung wäre in den viel zu langsamen Atomausstieg eingestiegen. Stellt euch vor, eine hasserfüllte Pro-Atom-CDU, CSU und FDP mit Bild und BAMS und der Welt und dem Geld der Atomkonzerne. Stellt es euch vor. Es wäre noch schwerer geworden, es wäre noch härter geworden und wir sind noch lange nicht am Ziel. Und keiner sollte sagen, wir hätten gewonnen. Und weil wir noch nicht gewonnen haben, reicht es nicht, einmal im Jahr zur Demo zu gehen. Habt ihr eine Solaranlage auf dem Dach? Ja. Wo sind an eurem Haus die Atomplakate? Ja. Wo sind an eurem Haus, an eurem Balkon die Banner und Fahnen? Ja. Seid ihr aktiv in einer Bürgerinitiative oder einem Naturschutzverband? Ja. Wann habt ihr zuletzt einen Aufkleber geklebt? Nicht nur ans Auto oder ans Garagentor. Wann habt ihr euren letzten Leserbrief geschrieben? Seid ihr aktiv? Das atomare Dorf lebt, der Atomfilz lebt und wir sind noch lange, lange nicht am Ziel. Und keiner sollte sagen, wir hätten gewonnen. Katastrophenschutz. Sehr geehrter Herr Kretschmann, Fukushima hatte viele Folgen. Eine dieser Folgen ist die grün-rote Landesregierung. Darum drängen wir Sie. Stellen Sie die alten Kisten in Baden-Württemberg ab und helfen Sie uns, das älteste AKW der Welt in Betznau und das älteste AKW Frankreichs in Fessenheim abzustellen. Bravo! Sehr geehrter Herr Kretschmann, es kann nicht angehen, dass sich unsere EnBW, volkseigener Betrieb, es kann nicht angehen, dass sich unsere EnBW an der Aufhübschung des alten Atomkraftwerks Fessenheim mit 17,5% beteiligt. Sehr geehrter Herr Kretschmann, in einem Bereich gibt es keine Ausrede. Katastrophenschutz ist Ländersache. Wir wissen, Sie können nicht alles gerade biegen, was Schwarz-Gelb in 50 Jahren versaubeutelt hat. Aber Atomkatastrophenschutz ist Ländersache. Ist Ihre Sache, Herr Kretschmann, ist Sache von Grün-Rot. Was Sie von Schwarz-Gelb geerbt haben, ist kein Katastrophenschutz. Was wir heute haben, ist Katastrophenschutz. Der heutige Katastrophenschutzplan mit seinen lächerlich kleinen Evakuierungsradien ist Katastrophenschutz. Wen schützt der alte, aktuelle Katastrophenschutz? Er schützt die EnBW, er schützt die AKW in Neckarwestheim und Fessenheim. Er schützt die Katastrophe und nicht die Menschen. Wie viele Menschen wohnen im Evakuierungsradius? Die Gegend um Fukushima war dünn besiedelt, aber hier im 40 Kilometer Radius um Neckarwestheim 2,7 Millionen Menschen. Wie viele Städte müssten evakuiert werden? Stuttgart,
Esslingen, Ludwigsburg und Sindelfingen liegen in einer Entfernung von 20 bis 40 Kilometer südlich und Heilbronn im Norden. Es gibt hier kein sanftes Meer wie in Japan, wohin ein freundlicher Wind einen Hauptteil der Radioaktivität tragen kann. Stellt euch vor, in wenigen Stunden, in wenigen Tagen, all diese Städte und die vielen kleinen Dörfer zu evakuieren. Herr Kretschmann, ich beneide Sie nicht. Im Freiburger Regierungspräsidium verzweifelt die grüne Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer an der Aufgabe, einen Evakuierungsplan für Fessenheim zu entwickeln. Ihr glaubt, das Hauptproblem sei, 1 Million Menschen zu evakuieren. Das ist ein Problem, aber es ist nicht das Hauptproblem. Um Fessenheim wohnt 1 Million Menschen. Das Hauptproblem ist die Unterbringung der Fliehenden. Würdet ihr uns Badener und die Elsässer für 1, 2, 10 Jahre aufnehmen? 1 Million Menschen. Und wer würde euch Franken und Schwaben aufnehmen? Für 1, 2, 10 Jahre, für immer die Schrippenberliner. Dieses Problem ernsthaft anzupacken, stellt eine Behörde für ein unlösbares Problem. Doch wenn ein richtiger, ein ernsthafter, ein Nicht-CDU-FDP-ENBW-Katastrophenschutz ein unlösbares Problem darstellt, dann, Herr Kretschmann, gibt es nur eine einzige Lösung. Abstellen, jetzt. Ich danke euch. Rede von Axel Mayer aus Freiburg. Eine kämpferische Rede und wir sind hier auch kämpferisch.